Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bus Simulator! Genau! Heute mit Xarok! Am Steuer, genau. Xerion bewertet meine Fahrt sozusagen. Ja. Oh weh. Jetzt werde ich es bestimmt voll verkacken. Hoffentlich, darauf hoffe ich doch. Darauf hoffen wir doch alle, seien wir doch mal ehrlich. Ja, genau. So. So. Lege ich mal los. Genau, bitte so. Hier rechts halten. Rechts halten, das mache ich. Vorsicht, keinen überfahren. Nee, überfahren tun wir heute keinen. Heute nicht? Hast du schon mal einen überfahren? Nein, ich habe noch keinen Echt, überfahren. Noch nie? Nein. Ich? Nein. Nee, du auch noch nicht. Jawohl, dann sind ich glaub, wir mein Vater auf. War der Einzige, der bisher welche überfahren hat. 6 Stück in einer Tour. Der Realbusfahrer. Ja, der in Echtbus gefahren ist, ja. Oh weh. Da sieht man, was für ein Realismus hinter diesem Spiel steckt. Naja, er hat auch nicht sehr ernsthaft gespielt, kann es sein? Nee, vor allem hat er die ganze Zeit stundenlang weggeguckt, wenn er gefahren ja, ist. Ja, genau. So, nach rechts geschaut und mit uns gequatscht, während er da gerollt ist. Da kann man ja nur die Leute überfahren. Wir haben gerade Platzregen. Ich mach mal die Fenster zu. Kurz die Fenster zu machen. Ich fahre schon mal weiter. So. Heute mit dem Citaro unterwegs. Oha, was war das denn jetzt? Der ist runtergefallen. So. Jetzt muss ich mich an die Bremsen auch erstmal gewöhnen. Ja, toll. Ich bin über eine rote Ampel gefahren. Aber ich stehe eigentlich aha, nur. Aha. Ja, das ist krass. Also das ist wirklich ziemlich spät. Vor allem, wenn ich bin jetzt die ganze Zeit... Oh, da hinten ist ein Kollege. Wenn ich die ganze Zeit Truck Simulator gefahren, da sind die Bremsen viel aggressiver, viel kräftiger. Hier muss man richtig reintreten, damit da was passiert. Ja. Oh, die haben ja alle Namen, die Gebäude und so. Also so Firmennamen. Das habe ich alles gar nicht so wahrgenommen. Wie die... Was meinst du? Die Bushaltestellen meinst Nein, du? Nein, das Gebäude da steht FNM dran. Ach so. Ja. Ja, dann die Entwickler sich schon was da bei war ein gedacht. Game-Laden. Hier musst du links. Nein, muss ich nicht. Versuch was wert. Oh Gott. Oh, boom, boom, boom. Ach, herrje. Wieso ist da sowas? Ist ja voll gemein. Weil die Leute bremsen sollen. Winter of... Achso, das ist Winter der Leidenschaft. Und warum ist die Werbung auf Englisch? Das ist eine gute Frage. Du hast jetzt aber auch nicht geguckt, ob da jemand über den Zebrastreifen läuft. Da war doch kein Zebrastreifen. Doch, du bist gerade über den Zebrastreifen gefahren. Echt? Ja. Naja, mei. Glück gehabt, aha. Ich habe auch nicht nach rechts geguckt, ob ein Auto kommt. Weil ich inzwischen das Spiel ungefähr kenne und weiß, wo was wie kommen kann. Ach so. Das ist natürlich mein Vorteil. Ich schaue auch nicht mehr, wenn ich links rausfahre. Weil ich weiß, dass wenn ich blinke, dass sie stehen bleiben. Ja gut, da habe ich jetzt auch nie wirklich geguckt. Am Anfang habe ich immer Schulterblick, blabli. Ich vertraue, dass die das alles richtig machen. Achso. Schlagloch. Schlagloch. Ach, man kann auch lang. Na, aha, erwischt und boom. Ich war 2 km/h zu schnell. Zwei? Achso, mit wie viel darf man über Schlagloch 30. fahren? 30. Achso, und dann mehr. Passiert nichts. Ja. Aha. Was haben wir da? Ich kann es nicht lesen. Sah aus wie Aldi-Werbung. Ob es hier ein Aldi gibt? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber man sieht schon eindeutig auch bei den Automarken vor uns, der Opel Astra. Das wird wahrscheinlich Ford Focus Kombi sein oder so. Der grüne da rechts. Das sind so die 3 Standard. Das nächste ist, glaube ich, E-Klasse Mercedes. Ja, stimmt. So ein bisschen Ähnlichkeit hat's. Ja. So von den Scheinwerfern her, das wird irgendwie so Fiat Ducato oder sowas sein. Oder Mercedes Vito. Du darfst jetzt einen schönen Mercedes-Benz fahren. Ich muss diesen komischen Gammelbus fahren. Oh, der war nicht gammelig, der war neuer als der. Das war, ist mein erster Bus. Ja, der ist doch toll. Hat das Huhn da gerade die Straße über? Da überall Drogen, schau hier. Ja. Drogen. Der Busfahrer ist der, der am meisten Drogen genommen hat. Da sind bunte Lichter. Hallo, willst du mal fahren oder willst du hier nur stehen und Däumchen drehen? Bunte Lichter. Ich sehe so nichts, gell? Mir wird schlecht dabei. Hallo, guck mal, keiner fährt! Was ist da los? Eben, es fährt keiner, da kann ich auch bunte Lichter spielen. Bunte guck mal, das Lichter. Ist doch voll. Guck mal, alle stehen. Alle bunte stehen, keiner Lichter. Fährt. Juhu, ihr fahrt links vorbei. Aber dann geht es hier wahrscheinlich wie mir und die Leute fahren genau dann. Ja, das Problem ist, ich bin schon so nah dran. Das ist so. Guck mal, die stehen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und jetzt mit Schmackes rum.
Das ist so unglaublich, oder? Das ist voll. Aber du kommst da gut durch. Bei dir sieht das voll gekonnt aus. Ja, ich bin ja auch schon ein paar Stunden gefahren. Wieso dürfen die anderen, die Zuschauer, die nicht beim Fahren zuschauen? Sollen wir das irgendwie mal machen? Ja, dass sieht, das sieht machen voll können, gekonnt ja? aus. So Jum, Jum, Es gibt ja so Leute, die dann statt Facecam so Lenkcam so, haben. Dann. Das also dass man wirklich sieht, was der mit den Füßen und mit dem Lenkrad macht. Das eigentlich wer will denn deine Füße sehen? Die stinken doch. Das riecht ja keiner. Noch nicht, die Zukunft kommt. Die Zukunft ist da. Ja, stimmt. Er hat sich bestimmt eine voll leichte Strecke ausgesucht, wo keine. Nein, ich habe jetzt nicht so unterwegs hier. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Ich habe extra die Strecke genommen, wo wir viel Stadt haben. Ach so. Die du nicht fahren wolltest. Wer sagt das? Hä? Wer sagt das? Das hast du vor der Aufnahme. Vielleicht wäre ich da besser gewesen. Ja, das kann natürlich sein. Weil ich bin immer dann besser, wenn ich langsamer fahre. Ja. Das ist ja normal. Kann ich bitte ein. Sie versperren die Tür. Ich hatte mal einen Freund. Echt? Ja, der konnte GTA, war der so schlecht. Der war, also in GTA Autofahren, der war richtig scheiße gewesen. Das war teilweise echt peinlich. Weil er echt alles erwischt hat. Und das war auch nicht schön anzusehen. Du redest nicht von mir, oder? Nee. Okay. Und das war auch das war viel schlimmer. Und der ist auch nicht angekommen irgendwie. Vorher ist der immer gestorben oder so. Das war richtig anstrengend, dem zuzuschauen. Und wie beginnt der Name dieses Freundes? Mit welchem Buchstaben? Mit S. Den okay, kennst du. Nee. Ja, achso. Und wir haben dann herausgefunden, dass langsame Fahrzeuge richtig gut für ihn sind. Der ist dann große Müllautos gefahren, LKW und so, wo wir alle scheiße drin waren, aber er ist dann da perfekt gefahren. Mit so großen, fetten Dingern, die voll langsam waren, da war er der Beste. In der ganzen Schule war er der beste LKW-Fahrer. Jetzt weiß ich, wer mit S. Jetzt bin ich immer rot gefahren. Ich stehe doch an der Ampel. Was will er denn? Du stehst an der Ampel. Kannst du sie sehen, ja? Ja. So. Ich kann sie hören. Hören. Da, schau, jetzt ist sie grün. Hast du gesehen? Stimmt. Hat man gesehen. Stimmt. So weit kann ich gar nicht vorne gewesen sein. Hast recht, aber verdient hast du es trotzdem. Ja. Hey, cool. Das Stück kommt mir bekannt vor. Ja, du bist hier. Nee, du bist von rechts hier rausgekommen. Nee, da von oben bist du gekommen, genau, ja. Stimmt. Oh, Schlagloch. Aber durchgekommen. Puh. Jetzt hab ich schon zwei Ampeln überfahren. Super. Wie fährst du so langsam? Hier ist 70. Ja, weil der Citaro ist voll lahm. Ich bin auch mit 48 da hochgefahren. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich auch schon 500 Minus wegen den Ampeln. Voll heftig. Nimm noch ein paar Schilder mit, das macht Spaß. Wenn ich sie wenigstens mitgekriegt hätte, ne? Ja, den einen hast du doch mitgekriegt. Eine Fahrkarte, bitte. Ich habe immer die Summe gesehen, aber dass ich Schild mitgenommen habe. Ach so, du meinst bei dir jetzt. Ja. Danke. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Woche, geil. Ich sagte, lustig wäre, wenn da jetzt zwei stehen würde. Ich brauche eine Fahrkarte und dann steht da Anzahl 2. Nee, dann sagen sie mehrere Fahrkarten. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist jetzt die erste Wochenkarte in den 3 Folgen. Voll krass. Ich habe vorhin kein Geld. Ich hab eine Wochenkarte verkauft. Echt? Ja. Oh, deswegen warst du immer im Plus. Nein, Spaß. So viel macht das nicht aus. Oh, hörst du? Oh, das war krass. Was höre ich? Hörst du das Vogelzwitschern? Ja. Sehr schön. Voll idyllisch. Hey, hast du nicht die Stadtstrecke genommen? Ja, natürlich. Ich war ja auch die ganze Zeit in der Stadt eben. Die 3 Haltestellen jetzt hier draußen. Da ist gar niemand. Ja, aber da will jemand raus. Ah, das blaue Haarschild. Genau. Ah. Oder wenn jemand drückt, dann macht so dead. Ach Gott. Ich muss mal zuhören. Oakville. Was bringt es eigentlich, aus diese Pluspunkte, wenn man blinkt? Der Ruf steigert sich von der Busfirma. Aha. Und je besser der Ruf ist, desto mehr Kunden kommen halt. Aha.
Das finde ich gut, vielleicht bringt man den Leuten mal so das Blinken bei. Ja. Ja, vor allem halt auch wirklich, wenn du Bordstein berührst und so, ist dann halt auch so solche Sachen, die dann halt Minuspunkte machen. Und dann ist es schon gar nicht so schlecht, wenn man dann auch mal Pluspunkte bekommen kann, wenn man mal nur Blinker richtig setzt, weil sonst würde das Ganze wahrscheinlich in einen sehr großen demotivierte Lage enden. Dass man sagt, nee, ich kriege ja nur Minuspunkte. Danke. Bitte. Guck mal, du bist zu spät. Ja, ich bin immer zu spät. Achso. Das ist normal. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich richtig pünktlich sein kann. Mal ist dann irgendein Auto an der Ampel, der nicht fährt oder sonst irgendwas. Es gibt immer irgend so einen Scheiß. Das ist realistisch. Ja, das ist realistisch, ja. Deswegen kommt wahrscheinlich halt auch im Echt der Bus zu spät, ne? Oh, Blitzer, Blitzer, Blitzer. Ja, beim Bus kann ich es ja noch verstehen, aber... Ein Zug? Ja gut, kannst du auch verstehen. Hä? Ein Zug kann man doch auch verstehen. Echt? Ja, darf er nicht mal fahren, jemand hält die Tür auf. Ja, gut. Keine Ahnung. Jemand kommt zu spät, was weiß ich. Ja gut, das stimmt schon. Was, jemand kommt zu spät, der Fahrer oder was? Ja, zum Beispiel, kann ja auch passieren, gell? Hm? Nicht? Kann er nicht zu spät kommen? Doch, natürlich. Siegwaldenfahrt! Das ist dann wahrscheinlich der Grund, wenn so eine S-Bahn oder so ein Zug einfach mal ausfällt und du weißt gar nicht warum, dann hat wahrscheinlich einfach der Zugfahrer verschlafen. Ja. Das ist ja menschlich, kann passieren. Ja, oder wenn theoretisch. Er aufwacht und merkt, ihm geht's voll beschissen, dann kann er auch nicht in die Arbeit. Ja. Gut, dann werden sie wahrscheinlich jemanden haben, der einspringt, aber das geht wahrscheinlich dann auch nicht oh, sofort. Nee, ja. Oh, wow, 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 wow. Wow, ich hab ihn berührt. Yay! Yes! Jawohl! Nein! Geil! Aha. Ich habe eigentlich gebremst, aber... Ja, ja, ja. Verschätzt. Tja. Ja, du hast es dir verscherzt. Nein, verschätzt. Wieso bremst der Bus bei dir so schnell? Ich weiß nicht, vielleicht weil ich fester reintrete. Bis dann. Der hat einen sehr, sehr krassen Widerstand am Ende noch. Hm. Oh, Einzel! Ein Ticket. Senior! Ich glaube, zwei Stück will sie. Was? Zwei? Nein. Verwirr mich halt. Was? Staffel was? Fünf? Was? Hat sie 15 gesagt? Wieso? Weiß nicht, ich klang wie Staffel 15. Sie verwirrt mich voll. Das macht sie bestimmt mit Absicht. Ja, aber nein, hat die gesagt Staffel 15 oder Staffel 5? Ich habe 15 verstanden. Das kann schon sein. 15 Staffeln ist viel. Echt? Simpsons hat jetzt schon, glaube ich, die 30. Staffel. Ja, aber das ist keine Realserie. Das ist richtig. Und GZSZ zählt nicht. Hat das überhaupt Staffeln, GZSZ? Keine Ahnung. Ich glaube, das geht einfach ununterbrochen immer weiter. Ja. Ich glaube, die wissen schon gar nicht mehr selber, dass es überhaupt noch läuft. Wahrscheinlich. Ja, schon 3000 Folgen im Voraus gedreht. Das kann auch sein. GZSZ. Schon eine krasse Sache. Schaut das noch irgendjemand? Keine Ahnung, mein Vater schaut das. Stimmt. Der Busfahrer. Jetzt habe ich da so eine Theorie, ne? Welche? Alle, die GZSZ fahren, die können nicht schauen, die können nicht Bus fahren. Aha. Das ist. Da hast du eine super Statistik erhoben an einer Person. Schon, oder? So. Müll. Mach die Tür zu, sonst klaut jemand den Bus. Ach Quatsch. Ich gehe jetzt in den Park. Gehe eine Kacken. Du hast grüne Haare. Was, ja. Geh eine Kacken? Da sieht mich da keiner. Da liegen Strohballen, so ein Blödsinn. So viele auf der kleinen Fläche. Das ja, das stimmt. Das ist ein bisschen viel, das ist wahr. Aber also mit der Fläche würde der Bauer höchstens zwei hinkriegen. Ich glaube, der würde nur einen hinkriegen. Ich sag ja höchstens zwei. Vor allem, wo will er das denn rollen? Ich stehe hier Busch, Stein, Hügel, Baum. Ist das ganze Gras noch da. Hier, dann hat er hier noch ein Schild, das funktioniert ja gar nicht. Nein. Oder, ich habe eine andere Vermutung, er hat's gemäht, hat's gerollt, hat's liegen lassen. Zwei Wochen später ist er wieder hin, hat's gemäht, hat's liegen lassen. Ja, und hat immer um die Ballen, die schon da lang rumgemäht. Genau, weil ja. Da wächst ja nichts mehr.
Oh, der Busfahrer hinten wartet schon. So, jawohl. Statistik. Ja, zwei Ampeln. Ja. Oh. Ha! Naja, gut. Ja. Und Level Up. Was gut. Neues? Rap? Ja, neue Aufkleber und so. Aha. Ja. Mist, der hat nur 1500. Ja, gut. Oh, ich hatte zwei Spaßfahrer. Insgesamt habe ich aber eh mehr bekommen. Also du hattest, glaube ich, 16.000 Einkommen in der Woche gehabt. Ich hatte jetzt 21.000, also... Aber du hast jetzt 1600 Schaden gehabt. Ja, das stimmt. Und ich hatte ein bisschen mehr. Das ist richtig. Trotzdem, also dafür, dass du Profi bist, ist das schon echt schön. Ja, es war nicht meine beste Runde. Also hast du wirklich nicht gut gemacht. Nee, war nicht meine beste Runde. So, abgeschlossen! Yay! Schauen wir mal, was jetzt kommt. Bin mal gespannt. Jetzt gibt es ja 90.000 für meine Mission. Hervorragende Arbeit. Ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Pünktlich. Ja, ja, Glück, dass ich nicht fahre. Überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meyerheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Okay. Sie hat's gesagt. So, ja, das ist immer sehr spaßig und sehr unterhaltsam. Was denn? Ja, jetzt habe ich ja hier die Aufträge. Also sprich, ich kann jetzt hier gucken, welche Bushaltestellen ich verbinden muss. Gehst weg. So, also ich muss die hier verbinden hier. Aha. Die sind auch neu hinzugekommen. Aber ich muss den mit dem Bezirk hier verbinden. Was? So. Wieso ja. Mit dem? Naja, damit die von da hinten hier hinkommen oder andersrum. Ach so. Deswegen muss das verbunden sein. Und das gibt's halt dann hier nochmal. Das ist dann hier der Bereich, der verbunden sein soll. Dann der hier. Das ist hier einmal komplett. Ach, du machst jetzt mal nach Zahlen? Ja, so ungefähr. Dann einmal das hier. Das ist schon immer übel. Das finde ich immer voll ätzend. Meistens lösche ich dann einfach alle Bushaltestellen. Weil wenn ich da jetzt neue Bushaltestellen mache, dann überschneidet sich das eh wieder irgendwie. Naja. Du meinst, alle Routen löschst du. Genau, alle Routen. Ja. Bushaltestellen würde ich nicht löschen. Nee, würde ich jetzt auch nicht löschen. So, ja, würde ich sagen, machen wir Schluss. Hat Spaß gemacht. War lustig, mit Xerlin vor allem, mit kleinen Xerlin. Keine Sorge, ich tauche nicht mehr auf. Echt nicht? Okay. Haha, sie hat schon genug vor zwei Runden, hat sie gedacht, boah, ich werde niemals Busfahrer. Ja, nee, Busfahrer sicher nicht. Zu viel Verantwortung. Zu viel Verantwortung, ja. Na gut. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.